Vicryl ist die Bezeichnung für ein Nahtmaterial, welches sehr häufig in der Zahnmedizin aufgrund des hervorragenden Tragekomforts eingesetzt wird. In der oralen Chirurgie kommen verschiedene Nahtmaterialien zum Einsatz, mit deren Hilfe man Wunden verschließt. Generell unterscheidet man resorbierbares Material, so wie zum Beispiel Vicryl, und nicht resorbierbares Nahtmaterial. Das nicht resorbierbare Nahtmaterial muss wieder entfernt werden. Der große Vorteil von Vicryl ist aber nicht nur, dass es sich auflöst, sondern der Tragekomfort. Vicryl ist ein elastisch weicher Faden. Im Film sehen Sie, wie Vicryl nachgibt. Der andere Faden bleibt zum Vergleich gerade stehen. Solche Fäden pieksen im Mund und werden deshalb als unangenehm empfunden. Vicryl weist eine hohe Ausgangsreißkraft bei mittelfristiger Wundheilung auf. Der Faden ist steril verpackt und kann leicht entnommen werden. Nach 21 Tagen behält Vicryl noch 50% seiner Ausgangsreißkraft. Zudem zeichnet sich Vicryl durch ein ideales Handling und einen sicheren Knotensitz aus. Nach ca. 56 bis 70 Tagen ist Vicryl vollständig resorbiert. Sie sehen, wie eine Wunde im Mund mit Vicryl adaptiert wird. Da Wunden im Mund normalerweise nach 7 Tagen verheilen, ist es unnötig, bis zur vollständigen Resorption des Fadens abzuwarten. Besser ist es, den Faden nach 7 Tagen zu entfernen. Denn durch den Faden kommt es zu leichteren Wundverunreinigungen durch Speiseresten. Dies wiederum kann Entzündungen hervorrufen.